Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen herrlichen vierten Advent. Natürlich treten bei Erkältungskrankheiten auch noch andere Symptome als Husten auf. Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, Abgeschlagenheit, und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Schauen wir mal zuerst, was man machen kann bei Fieber. Bei Fieber hat es sich als sehr wirksam erwiesen, sich die Waden zu strömen. Wie das jetzt geht, das zeige ich euch. Also, wenn ihr das bei euch selbst machen wollt, dann müsst ihr am besten die Beine anwinkeln, euch vielleicht irgendwo gemütlich auf dem Sofa setzen, sodass ihr was im Rücken habt. Und dann legt ihr die Hände an die Waden. Und zwar so, dass die Fingerspitzen in die Kniekehle zeigen. Schöner ist es natürlich, wenn man jemanden hat, der einen bei Fieber strömt. Aber ihr seht, selbst ist die Frau. Es geht auch, wenn man alleine ist. Ich bin schon öfter in den Kommentaren jetzt gefragt worden, ob man zum Beispiel Sehstörungen strömen kann, ob man Fieber strömen kann und so weiter. Und ich möchte noch einmal betonen, dass man grundsätzlich alles strömen kann. Strömen ist ja nichts anderes, als unser Körper, Geist, Seele, Wesen zurück in die Harmonie wieder zurückzuführen. Und das ist ja der natürliche Zustand unseres Wesens. Also stellt euch diese Frage gar nicht erst. Legt einfach eure Hände auf und schaut, was passiert. Und seid bereit für das ein oder andere kleine Wunder. Gut, also ich denke, das Fieber haben wir abgehakt. Dann kommt der Schnupfen. Euch das jetzt zu zeigen, ist allerdings eine kleine Herausforderung. Denn bei Schnupfen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich SES7, was sich unterm großen Zeh befindet, strömt. Und zwar mache ich das normalerweise immer so, dass ich meine beiden großen Zehen aufeinander stelle. Ich gucke mal, ob ich das hier jetzt so hinkriege. Jo, das geht sogar. Wie gut das Mensch beweglich ist. Schaut, ich stelle einfach die großen Zehen aufeinander. Denn bei Schnupfen ist die Sache die, ihr müsst das wirklich schon mal eine Zeit lang machen. Also es kann bis zu einer Stunde dauern, bis die Nase frei ist. Aber es funktioniert. Ja, und last but not least möchte ich heute noch einmal auf den Milzstrom zu sprechen kommen. Den habe ich ja in der ganzen Länge schon mal aufgenommen. Bettina tut euch den Link dazu in die Box, so dass ich euch heute einfach nur den Kurzgriff als Fingerhalten zeige. Ihr könnt nämlich den Milzstrom ganz einfach harmonisieren, indem ihr euch die Daumen strömt. Der Milzstrom hat ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun, denn in der Milz, auch aus westlicher Sicht, werden ja die weißen Blutkörperchen gebildet, aus denen dann letztendlich auch die Fresszellen entstehen, die ja dafür da sind, dass eindringende Viren, Bakterien und andere Erreger platt gemacht werden. Ja, also ich kann das immer wieder nur betonen, Mary hat einfach gewusst, was wir brauchen. Sie empfiehlt ja den Milzstrom zur täglichen Pflege. Und deshalb möchte ich euch da heute auch nochmal dran erinnern. Der Milzstrom ist einfach ganz wunderbar. Gerade jetzt auch in dieser anstrengenden Zeit. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern auch weil es Winter ist und kalt ist und viele von euch fühlen sich vielleicht auch allein. Der Milzstrom, der bringt Licht ins Leben und der bringt uns die Süße ins Leben. Und wenn wir uns wohlfühlen, dann werden wir auch nicht so schnell krank. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Also zum einen wirkt er vorbeugend, indem wir dafür sorgen, dass wir eine gute, ausgeglichene Gemütslage haben. Und zum zweiten können wir ihn eben auch strömen, wenn es uns schon erwischt hat. Der Milzstrom packt uns einfach ein, wie so ein Schutzschild, hält alles draußen, was uns nicht gut tut, und ja, lässt uns die Sonne wieder sehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen lichtvollen vierten Advent und dass ihr alle bald wieder gesund seid. Servus!